Der rechte Aktivist und Streamer Shlomo Finkelstein, auch bekannt als die vulgäre Analyse, wurde vor einigen Tagen inhaftiert. Heute möchte ich einmal die gesamten Hintergründe dieser Situation beleuchten. Insbesondere die Anklage gegen Aaron P., wie Shlomo Finkelstein mit bürgerlichem Namen heißt. Denn diese Anklageschrift liegt mir tatsächlich vollständig und ungeschwärzt vor. Aber erst noch ein kleiner Recap, damit alle mitkommen. Als am Sonntag der Streamingpartner von Shlomo Finkelstein, KasperCast, seinen Stream startete, war den meisten klar, dass irgendetwas nicht stimmen konnte. Der Streaming-Hintergrund sah anders aus, die Stimmung war bedrückt und vor allem Shlomo fehlte. Als dann Kasper noch die Ankündigung machte, dass Shlomo für die nächsten Monate fehlen würde, gingen die Spekulationen auf Twitter los. Doch bereits am nächsten Tag gab es dann die Gewissheit. Als Apollo News nämlich einen Artikel mit der Überschrift „Rechter Streamer vulgäre Analyse wegen Volksverhetzung inhaftiert“ veröffentlichte. Und bereits aus diesem Artikel gingen einige interessante Informationen hervor. So zum Beispiel, dass Aaron P. bereits im Dezember 2020 wegen Volksverhetzung und der Verächtlichmachung religiöser Bekenntnisse verurteilt wurde und dieses Urteil auch seit dem 29. Juni 2021 rechtskräftig ist. Und im Laufe der nächsten Tage wurden dann auch immer mehr Informationen zu diesem Fall bekannt, so zum Beispiel auch die Anklageschrift gegen Shlomo Finkelstein, welche mir privat vollständig zugesendet wurde und welche man auch in Teilen bereits auf Twitter finden kann. Dazu versuche ich euch mal was in der Videobeschreibung zu verlinken. Und auf diese möchte ich jetzt auch einmal im Detail eingehen, um herauszufinden, was Shlomo ursprünglich vorgeworfen wurde. Insgesamt wurde Shlomo Finkelstein in 10 Fällen angeklagt. 9 davon beinhalten unter anderem die Koranverbrennungsvideos, welche Shlomo Finkelstein als Hintergrund für seine YouTube-Videos nutzte. Dies soll laut der Anklage ein Verstoß gegen den Paragraphen 166 StGB, Beschimpfung von Bekenntnissen religiöser Organisationen oder weltanschaulichen Vereinigungen darstellen. Weiterhin geht es in allen 10 Fällen der Anklage um einen bestimmten Avatar, welchen Shlomo Finkelstein benutzte, der den jüdischen Schriftsteller Samuel Johnson darstellen soll. Dieser wurde stereotypisch jüdisch mit großer Hakennase in zum Beispiel einem Fledermaus- oder einem Rattenkörper dargestellt. Hiermit beabsichtigte der Angeklagte, zu seinem eigenen, die in Deutschland lebenden Menschen jüdischen Glaubens nicht als gleichwertig, sondern als verachtenswert, minderwertig oder den Tieren gleichstehend betrachtende Haltung zum Ausdruck zu bringen. Zielte er im Hinblick auf die in Deutschland lebenden jüdischen Menschen darauf ab, sämtliche YouTube-Nutzer, welche sein Video sehen konnten, ebenfalls zu einer feindseligen Haltung gegenüber vorgenannter Bevölkerungsgruppe anzureizen. Also kurz gesagt soll dieser Avatar Juden abwerten und antisemitische Stimmungen bei den Zuschauern provozieren. Wohlgemerkt, diese 2 Punkte wurden in 9 bzw. allen 10 Fällen der Anklage aufgeführt. Dies liegt daran, dass er die entsprechenden Inhalte eben in mehreren Videos verwendete und man diese nach § 52 bzw. 53 als Strafmehrheit oder Strafeinheit angeben kann. Zudem gab es noch 2 sehr interessante Punkte, die jeweils nur in einem Fall angeklagt wurden. So wurde Shlomo Finkelstein für folgende Videosequenz angeklagt, welche ich euch im Sinne meiner Berichterstattung einmal zeigen möchte, von der ich mich aber gemäß § 86a StGB distanziere. Hier ist ungefähr so, als würde man sagen, als jemand, der pro Meinungsfreiheit ist, will ich zwar eigentlich diese Fraktion dafür ihr Plädoyer zur Abschaffung der Meinungsfreiheit kritisieren, aber die haben nun mal auch das Recht, ihre Meinung zu äußern. Ja, aber das bedeutet doch nicht, dass deswegen Kritik an dieser Meinung off limits wäre. Das ist absurd und genau so verhält es sich hier. Und zu guter Letzt, als guter Deutscher, und das hier kann man nur wahrnehmen als einen unironischen Bezug auf unsere Domestiziertheit, gar eine Art Identifikation mit dieser, die hier mitschwingt, als wäre das irgendwie etwas Respektables. Ja, und dann ist da natürlich auch noch das böse Nazi-Blut in meinen Adern. Also will ich mich natürlich als gutes, domestiziertes deutsches Raubtier hüten, diese armen, armen, unterdrückten kleinen Türkchen zu kritisieren. Und laut Anklageschrift fehlt hierbei die unmittelbare Distanzierung bzw. die historische Einordnung. Ein Anwalt hätte an dieser Stelle vermutlich argumentieren können, dass später im Video noch solche Sequenzen hier folgen. Dann sollten wir sie in derselben Art und Weise verurteilen, wie wir einen Haufen Neonazi-Abschaum, der auf den nächsten Adolf fucking Hitler hinfiebert, verurteilen würden, ja. Aber eine juristische Verteidigung von Seiten Shlomos gab es anscheinend nie. Warum es dazu kam, schauen wir uns später noch an. Weiterhin wurde noch folgende Sequenz aus einem Video von Shlomo vom 12.05.2017 mit dem Titel „Ein feministischer Werbefilm für mehr Hasskommentare“ angeklagt. Oh mein Gott, es ist Tarek, es ist fucking Tarek, hi Tarek. Ich muss Tarek irgendwie triggern. What does the black say? Chicken now! Chicken now! Chicken now! What the black say?
Hierbei handelt es sich um eine Songparodie vom Künstler It's Ruka, welche man unter dem Titel What Does the Black Say auf YouTube finden kann. Hierbei geht es um überspitzte Stereotypen und Vorurteile gegenüber schwarzen Menschen. Im Kontext eines Songs genießt so etwas selbstverständlich die Kunstfreiheit, weshalb ich die Verteidigung, man finde den Originalsong aber noch auf YouTube, auch für ziemlich schwach halte. Juristisch gesehen kann es durchaus einen Unterschied machen, ob das eben der Song selber ist, der halt eindeutig unter die Kunstfreiheit fällt, oder ob man diesen, beziehungsweise eine Sequenz aus diesem Song, in einen größeren Kontext in ein YouTube-Video einbaut. Letztendlich wurde Shlomo Finkelstein zu einem Jahr auf Bewährung per Strafbefehl ohne Hauptverhandlung verurteilt. Ein Jahr, welches übrigens auch zur Bewährung ausgesetzt werden muss, stellt dabei die Höchststrafe, zu der man überhaupt per Strafbefehl verurteilt werden kann, dar. Das Problem für Shlomo jedoch war, dass er von dieser Verurteilung erst mitbekommen hatte, nachdem das Urteil bereits rechtskräftig wurde und es zu spät war, juristisch dagegen vorzugehen. Zumindest, wenn wir der Aussage von Kasper glauben. Ihr müsst wissen, dass auch Shlomo von dieser Verurteilung aus den Medien erfahren hat. Ja, das über die genauen Gründe will ich jetzt hier gar nicht großartig quatschen. Die sind doch nicht ganz so wichtig. Grund dafür, dass diese Schriftsätze nicht an ihn zugestellt werden konnten, könnte beispielsweise eine veraltete oder falsch angegebene Meldeadresse sein, zu der wir später auch nochmal kommen werden. Vermutlich hatte er diese aus Bedenken, wieder gedoxt werden zu können, wie es ihm schon einmal passiert war, zuletzt nicht mehr geändert. Was dann eben dazu geführt hat, dass er von seiner eigenen Verurteilung erst durch die Medien erfahren hatte, als er sich bereits nicht mehr juristisch verteidigen konnte. Und wo wir gerade schon bei Meldeadresse waren, dies ist jetzt tatsächlich auch einer der beiden Gründe, warum er letztendlich doch in Haft musste, obwohl er zuerst auf Bewährung verurteilt wurde. Denn zu den Bewährungsauflagen zählte neben einem Wiederbetätigungsverbot, gegen das er meines Wissens nach nicht verstoßen hat, auch eine Strafe von 600 Euro, welche nicht fristgerecht bezahlt wurde, zudem die Pflicht, seinen Wohnort korrekt anzugeben, was er meinen Informationen zufolge ebenfalls nicht tat. Wie er letztendlich lokalisiert und dann inhaftiert werden konnte, weiß ich letztendlich auch nicht, aber was feststeht, er sitzt jetzt in Haft und wird auch bei guter Führung vermutlich nicht weniger als einige Monate dort bleiben. So ähnlich schätzt das übrigens auch sein Streaming-Partner KasperCast ein. Und das auch dann, wenn er die drei besten deutschsprachigen Anwälte der Welt anheuert. Ich glaube, du kannst eine Haftstrafe verkürzen wegen guter Führung, aber dann ist Shlomo nicht übernächste Woche raus. Juristisch dürfte es extrem schwer sein, jetzt noch dagegen vorgehen zu können. Zuletzt hätte man vermutlich die Aufhebung der Bewährungsstrafe angreifen können, aber auch da dürfte die Frist mittlerweile verstrichen sein. Letztendlich muss man aber eines sagen, vermutlich hätte es nicht zu dieser Haftstrafe kommen müssen, wenn sich Shlomo strategisch klüger verhalten hätte. Und bevor ihr mich jetzt haten wollt, hatet Kasper bitte auch. Wie gesagt, ich kann mich dazu jetzt nicht äußern, Shlomo hat hier und da taktische Fehler gemacht. Soweit mal meine möglichst neutrale Zusammenfassung der Situation. Ich habe hierbei versucht, meine inhaltlich starken Differenzen mit Shlomo in den Hintergrund zu rücken und mich nur auf die aktuelle Situation zu konzentrieren. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Schreibt auch eure Meinung zu diesem Thema gerne in die Kommentare. Und folgt mir bei Instagram, Link ist hier on screen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.